Willkommen zurück hier zu Pokémon Colosseum, zu einer neuen Aufnahmesession, die jetzt ansteht. Ja, hier im geheimen Pokémon-Labor ist jetzt so ziemlich alles im roten Bereich. Ihr seht's hier gerade. Irgend so ein verrückter Professor hat hier auf jeden Fall die Alarmanlagen angeschaltet. Und das heißt, wir könnten Probleme bekommen. Sehen uns hier um. Und ich fürchte und glaube, dass der Professor Culper dann letzten Endes unser Endboss werden könnte. Aber das alles werden wir erstmal sehen. Zunächst mal... Oh. Ja, ich habe jetzt schon wieder 3-4 Tage nicht aufgenommen. Da ist die Orientierung sind schon mal wieder... Ja, nicht mehr optimal, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, hier müssen wir jetzt hinunter. Und dann... glaube ich, rechts herum. Hier hoch, genau. Und dann hier hinauf. Und dann sind wir so ziemlich da, wo wir eben diesen verrückten Professor dahin aufgefunden haben. Genau, diesen Schalter hat er aktiviert hier. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gemein. So, mal, ups, zu Befehl. Wer hat den Alarm ausgelöst? Liebe Izuna, ich glaube, der Auslöser sind wir, aber ausgelöst hat den ja eigentlich auch der Professor. Vibrava und Kadabra wollen kämpfen. Okay, also da wäre eigentlich sogar unser Nachtara die beste Wahl. Andererseits, oh, Moment. Das Vibrava ist ein Krypto-Pokémon. Also sollten wir eventuell versuchen, es zu fangen? Wir können es mal versuchen. Wie gesagt, zu dem Thema Krypto-Pokémon habe ich ja so ziemlich alles gesagt. Wenn wir eines haben möchten, dann fangen wir es. Aber es ist nicht unser Ziel, alle fangen oder fangen zu müssen. So, Schwalboss als nächstes. Ich würde sagen, ein gezielter Surfer sollte zumindest schon mal so ein bisschen Schaden verursachen. Ja, Vibrava ist schon gedamaged und Schwalboss ebenso. So, ich tippe mal, wir können, ja, also einen Versuch mal wagen. Jetzt traue ich mich fast schon gar nicht mehr anzugreifen, wenn ich ehrlich bin. Aber wisst ihr was, komm, wir probieren es mal direkt mit einem Wurfversuch hier. Mit einem Hyperball auf Vibrava. Und Entei nochmal einen Stampfer auf Schwalboss. So, wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich es auf jeden Fall. Aber es funktioniert. Im ersten Versuch. Sehr schön. So, jetzt nochmal eben kurz Schwalboss niederstampfen. Und dann... dann läuft es doch einigermaßen. Ja, der Part beginnt doch mal sehr gut hier. So, Suicune würde ich mal sagen. Jetzt mal einen Aurora-Strahl auf Kecleon und nochmal... ein Stampfer, weil ich Feuersturm auf jeden Fall mir aufsparen möchte. Okay, das macht nicht allzu viel Schaden hier. Ich hoffe, der Aurora-Strahl ein bisschen mehr wenigstens. Naja. Es geht so, würde ich mal sagen. Farbwechsel. Und der schreckt zurück. Okay, was da jetzt der Farbwechsel gebracht hat, weiß ich nicht wirklich, aber... muss ich auch nicht wissen. Jedenfalls dürfte der Stampfer jetzt im Normalfall ausreichen, das wird er auch. Sehr schön. Und wir sammeln ordentlich Erfahrungspunkte. Hm, Junge, du bist wirklich stark. Vielen Dank, Izuna. Hat auch ordentlich Geld für uns.
Das muss ja auch so sein. So, ich würde mal sagen, wir tauschen mal ein bisschen hier rum. Und zwar Suicune raus nach Tara mal rein. Entei tauschen wir mit Impagator, damit wir auch wirklich alle Pokémon so ein bisschen trainieren hier. Kann ja auch nicht schaden. So. Oh, da hinten steht jemand und die Türe ist verschlossen. Ein Schloss, willst du es öffnen? Klar. Doch, Mensch. Ach nee, oder? Wir müssen hier bestimmt eine Dreierkombination. Seht ihr die drei Punkte da oben? Ja, super. Ich glaube. Ja, wie kann man den Code knacken? Mal eben ganz kurz in die Items schauen. Wir haben doch hier in den letzten Parts die komischen DNS-Proben. Eine Probe von Raikou, eine von Suicune. Heißt das, uns fehlt noch eine? Uns muss anscheinend noch eine DNS-Probe fehlen, damit wir diesen Code eingeben können. Aber jetzt checke ich wenigstens auch wieder, was es mit diesen Codes auf sich hat. Das Problem ist nur, jetzt bei diesem leuchtend roten Boden könnte es noch schwerer sein, diesen Code aufzufinden. Das ist jedenfalls mal echt extrem dumm. Hier irgendwas Leuchtendes auf den Boden zu finden. Ich glaube sogar hier hatten wir, glaube ich. Oder? Hatten wir nicht einen gefunden? So ein DNS-Probenstückchen? Ich glaube ja. Boah, ist das doof. Also muss ich hier noch den ganzen Part wahrscheinlich hier suchen, um irgend so ein glitzerndes Teil auf dem Boden zu finden. Na, vielleicht, genau, hier hatten wir irgendwie nix. Komisch, oder? Hier hat doch so ein Wächter Wache gespielt, aber es hat irgendwie alles nichts gebracht, weil hier anscheinend nichts drin ist. Richtig komisch. Sorry, aber das macht für mich keinen Sinn. Aber irgendwo muss doch noch so eine doofe Probe rumliegen. Es wäre schön, wenn sie wenigstens sichtbar ist. Ich dachte hier irgendwie wirklich so ziemlich... Genau, hier haben wir auch eine gefunden. Das weiß ich auch noch. Aber wo könnte die dritte sein? Und ich weiß nicht, ob man das vielleicht ansonsten durch Versuchen, indem einfach irgendwelche Pokémon anklicken, ob das auch funktioniert. Oder ob wir vorher zwingend das Teil finden müssen. Okay, da kann man nicht durch. Ja, Leute, also... Da bin ich mal so ziemlich überfragt. Vor allen Dingen kann man so einen leuchtenden Punkt ja wirklich schon extrem, extrem, extrem leicht übersehen. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieses rote Licht hier nicht noch eher schlecht ist. Oh! DNS-Probe. Hier auf dem Tisch. Das ist mein Ding. Okay. Die habe ich also tatsächlich übersehen. Glück gehabt. Das Fiese ist ja auch vor allen Dingen, dass die nur alle paar Sekunden mal aufblinken. Wenn man also nicht aufpasst, dann hat man wirklich, wirklich, wirklich Pech. Das Gebiet ist ja auch nicht so klein hier. Insofern kann man das wirklich leicht übersehen. Naja gut, wir haben es ja wenigstens dann mal irgendwie geschafft. Oh. Ja, das war der falsche, die falsche Richtung. Super. Daran seht ihr wieder, Orientierungssinn ist das A und O.
Und davon habe ich nicht allzu viel. Egal, komm, jetzt müssen wir nochmal irgendwie den Weg zu diesem DNS-Probengerät da finden. Und dann müsste das auch laufen. Ups. Moment hier mal, bin ich hier gerade richtig oder habe ich mich jetzt hier verlaufen? Genau, wir müssen noch hier runter. Boah, war das gerade glücklich, dass ich da richtig gelaufen bin und da in den Raum war. Sonst hätte ich wahrscheinlich echt, pausieren müssen und erstmal dann offscreen suchen. Das wäre natürlich extrem spaßig geworden. So haben wir es wenigstens relativ schnell geschafft. So, jetzt bin ich aber nicht mehr ganz sicher, wo es hier jetzt genau zu diesen... War das nicht hier? Der Weg zu diesem DNS-Gerät. Ich glaube, das sieht gut aus. So. Okay, DNS-Probe. Und es ist tatsächlich Entei. Hätte man sich auch denken können, oder? Also haben wir Raikou, Suikun und Entei als Probe. Dann würde ich mal sagen, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir jetzt die Reihenfolge auch unbedingt beachten müssen oder ob wir einfach nur die drei anwählen müssen. Keine Ahnung. Egal, das werden wir schon gemeinsam irgendwie rausfinden. So. So, wir öffnen es auf jeden Fall. Okay. Raikou, Suikun, Entei. Und die Türe öffnet sich. Okay, wir haben es immerhin bis hierhin jetzt geschafft. Yokopa, was? Treffen wir uns tatsächlich schon zum dritten Mal? Erinnerst du dich an mich? Ich werde jetzt Rache für die Schande im Heiligen Wald nehmen. Ach. Haben wir dem Yokopa da eins ausgewischt? War das nicht der, der auch den Opa unserer Kollegin besiegt hat? Von Cosma? Jedenfalls haben wir hier als Gegner ganz coole Typen. Imperator dürfte da auf jeden Fall auch nicht Schaden machen. Zumindest für Georok. So, also einmal ein Biss auf Ruin genau und ein Surfer auf beide. Das sollte auf jeden Fall schon mal Georok hier zu Boden schmeißen. Und wo ihn genau wird auf jeden Fall einiges mehr aushalten. Das sieht man hier, glaube ich, schon. Als nächstes Perlu. Ja, ich glaube, da könnte unser Surfer nicht allzu viel Schaden machen. Immerhin sehr effektiv. Wo ihn genau vom Typ her Psycho, wie es aussieht. Also da ist nach Tara die richtige Wahl. Nochmal Finte auf ihn genau und ich weiß nicht, ist Perle vom Typ her Stein und Wasser? Dann würde es vergehen, ansonsten eher weniger. Mal gucken. Na, nicht effektiv. Immerhin, wo ihn genau, wird jetzt down gehen. Und ich glaube, die Rache von Yokopa, die wird immer unwahrscheinlicher. Meditalis als nächstes. Okay, Eisenabwehr dürfte eigentlich nicht so viel bringen. Verteidigung wird zwar gestärkt, aber wenn wir jetzt mit Finte angreifen, dürfte das eigentlich nichts ausmachen. Weil es Spezialangriff ist. Mal gucken. Nochmal ein Surfer, warum eigentlich nicht? Da gibt es zumindest für beide ein bisschen Schaden. Zwar nicht unglaublich viel, aber immerhin so ein bisschen. Es läppert sich.
So, Perlu ist ebenfalls besiegt. So muss das sein. So, Turmkick, das könnte schmerzhaft werden. Ja, sehr effektiv sogar. Und Nachtara ist doch schon ziemlich angeschlagen hier. Aber trotzdem, nochmal eine Finte und nochmal ein Surfer, das muss trotzdem ausreichen. Bevor hier Nachtara noch besiegt wird. Sehr schön. So, Level Up für Nachtara. Und der Kampf ist gewonnen. Ja, das ist doch nicht zu glauben. Ich glaub's auf jeden Fall. So, und auch der ist wieder abgehauen, ohne was zu sagen. Wie machen die das bloß? Die scheinen sich irgendwie wegzuwarpen oder so. So, egal, dann mal hier runter. Irgendwie... Oh, was haben wir hier denn? KP Plus. Sehr schön. Cooles Item. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich komme hier erst nochmal später hin. Beziehungsweise gleich, aber vorher will ich mich auf jeden Fall heilen. Ich glaube, uns wird ein Bosskampf erwarten. Und ich überlege, ob ich mir vorher noch sicherheitshalber ein paar Bälle kaufen möchte. Denn ich glaube, auch die DNS-Proben haben uns einen Hinweis gegeben, dass da Raikou noch auf uns wartet. Und ich möchte es jetzt nicht riskieren, nicht, ohne volle Power tatsächlich dagegen anzutreten. Weil fangen wir es auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz klar. Also, würde ich mal sagen, kann ich rausgehen? Kann ich eigentlich auch alles offscreen machen, oder? Ich denke mal ja. Sehen wollt ihr es auf jeden Fall nicht. Und dann würden wir uns definitiv im nächsten Part dann wiedersehen. Und zwar in diesem dunklen Gebiet, wo wir gerade eben waren. Denn ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da müsste uns dann... Ja, auf jeden Fall so ein kleiner, süßer Bosskampf erwarten. So, jetzt bin ich doch schon draußen hier. Aber wisst ihr was, ich würde mal sagen, wir kennen es ja nicht anders. Dann würde ich sagen, können wir hier den Part beenden. Ich werde noch ein paar Bälle kaufen und heilen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es dann wahrscheinlich sehr actiongeladen werden wird. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Episode und bis dahin, macht es gut und ciao!